Ihr wisst, worum es geht. Ihr seid ja Freiwillige. Die Starkiller-Basis fährt hoch und die Flotte will sie zerstören. Das gibt uns jetzt die Chance, unsere Leute zu befreien. Jeden, den sie in diesem Ungetüm festhalten. Wir rücken zum Zellenblock vor und vernichten unterwegs so viel wie möglich. Erste Ziele in diesem Sektor sind Treibstofflager und Turbolaser. Legt Sprengsätze und lasst euch bloß nicht erwischen. Okay, und damit ein wunderschönes Moment. Hallo Leute, willkommen zurück zu Dead Space, Star Wars Battlefront 2 auf der Xbox One. Starkiller Basis, war das nicht die aus Episode 7? Also dieses riesige Ding? Ja, ich denke mal schon, weil diese roten Banner, die waren ja erst bei, von der neuen Order. Wie sind die nochmal? First Order, genau, First Order. Erste Ordnung, genau. Alter, ich war gerade auf New Order, ich weiß auch nicht, fucking Fallout. Ich glaube, ein Scharfschützgewehr wäre hier ziemlich geil, ne? Na, wir werfen erstmal random Granaten um uns. Vielleicht kriegen wir einen Kill wie ein Call of Duty immer. Na, erstmal vorstoßen. Hab ich gerade. Nee, ich hab einen Treffer kassiert. Was sind die Gegner eigentlich alle? Da! Naja, da. Was ist das? War das ein Scharfschütze? Ich sollte die auch mal irgendwie. Wisst ihr was? Wir nehmen einfach mal jetzt einen Scharfschützen. Wir nehmen jetzt einfach mal einen Scharfschützen, weil die Karte jetzt gerade, so wie die jetzt ist, ist eine Scharfschutzkarte, denke ich mal, weil. Du hast einfach riesige Distanzen, über die du gucken kannst. Ich denke mal, das Scharfschütze ist ziemlich geil. Schauen wir einfach mal. Was habe ich eigentlich so als Waffen? Ich werfe einfach mal. Okay, das ist eine Granate. Okay, ich dachte, von hier oben habe ich einen Überblick, aber ist leider nicht der Fall. Was habe ich eigentlich so als Fähigkeit? Was ist das hier? Wow, was ist das denn? Das Ding ist krass. Komme ich da von hinten Besuch gerade oder was? Bereiten den Turbolaser zur Sprengung vor. Wow. Warte mal, kommt man nicht irgendwie eine Seitwärtsrolle machen? Warte mal, ich kann den erwischen. Hier kann man nochmal die Seitwärtsrolle machen. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Nein? Ah, B. Wer legt denn die Scheiße auf B? Ich habe jemanden getroffen, oh mein Gott. Shit, oh shit, oh shit, oh shit. Wow, 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 wow. Hört auf, die ganze Scheiße an mir zu werfen. Wenn das mit der Rolle ist, ist auf B doch recht, relativ vernünftig. Oh mein Gott, da oben. Ah, verdammt. Okay, Scharfschützgewehr wäre jetzt auch nicht so meins. Alter, ich muss irgendwie ins Spiel reinkommen. Ich bin komplett draußen. Ich kriege hier gar nichts hingefühlt gerade. Gar nichts. Es kann sein, ich habe mal letzte Runde noch nachgeguckt. Die letzte Runde, ne? Die letzte Folge so gesehen. Habe ich mal so geguckt, was das so für Gegner waren. Wie viel Kills sie so gemacht haben. Die haben teilweise 30 Kills und so einen Scheiß gemacht. Die sind richtig durchgerannt, Mann. Kann ich eigentlich unendlich rollen? Oder ist ein Cooldown? Einfach mal schießen. Jetzt ist er wieder da. Okay, ich hab den aber nicht tot gekriegt. Aber ich habe ihn auch nicht angehittet. Oh, shit. Gar nicht gesehen. Oh, ich habe auch nicht Kampfpunkte bekommen, sehe ich gerade. Kurz einmal nachladen. Oh, guck mal, Leben regenerieren sie auch mal wieder. Hat auch nur eine gefühlte halbe Ewigkeit gedauert. Jetzt rennen wir einfach mal mit der Masse und hoffen, dass wir nicht als erste erschossen werden. Das ist nämlich normalerweise immer mein Problem. Jetzt macht mal was hier. Ich werfe Granaten um mich. Okay, ich habe jemanden angehittet. Komm schon, töte. Spiel, lass mich doch mal irgendjemanden töten hier. So viele Gegner und ich töte niemanden! Meine Fresse, geht doch mal an, diesmal nur ein Assist, ne? Na, verdammt. Opfer 200. Aber guckt euch das an, ich habe ordentlich Punkte gemacht. Ordentlich Punkte, nicht mehr viel mehr Punkte und ich kann einen Helden nehmen. Kann ich eigentlich, ich kann auch keine Waffen nehmen. 500 schwere Kills abschließen. 50, 200, 500. Okay, ich denke mal, das kriegen wir alles in dieser Folge hin. Mit ein bisschen Glück. Nee, kriegen wir das bestimmt nicht hin. Mit meinem Aim. Ich habe letzte Runde nachgeguckt, was das für eine KD war, ne? Das hat er auch rechts unten an der Ecke angezeigt. Das habe ich noch nicht gesehen gehabt. Ich hatte letzte Runde eine KD von 3,9. 3 fucking 9. Alter. Was sind das für kranke Typen? Ich habe schon beinahe das Gefühl, dass Heavy nicht mehr die richtige Klasse ist für mich. Weil in der Beta habe ich halt mit Heavy
das Gefühl, ich habe zumindest noch so eine Erinnerung, dass ich mit Heavy halt ein bisschen was gerissen habe, aber jetzt gerade irgendwie... Das Einzige, was ich mir aufreiße, ist der Arsch momentan. Nein, ich roll zur Granate. Oder auch nicht, hä? Die Granate wurde mir gerade angezeigt, als ob ich direkt drauf rolle gerade. Was zur Hölle? Ach, da ist er! Der gibt mir einfach übelst die Bretter mit, was hat... Warte mal, ich nehme jetzt doch mal wieder die andere Klasse. Ich nehme jetzt mal... Ich switch die ganze Klasse durch. Ich weiß, Verstärkung verfügbar. Ja, ja. Ich kann auch hier immer so einen nehmen. Obwohl, mir finde ich mehr viele Punkte, kann ich einen Helden nehmen. Dann nehme ich doch mal lieber irgendeinen Helden. Dann nehme ich random mal irgendeinen Helden. Ich hoffe mal, dass ich Rey nehmen kann. Und damit der ein bisschen was drauf haben kann. Ich weiß auch nicht, Star Wars... Alter, ich habe irgendwie wieder Bock, den 7. Teil nochmal zu gucken, obwohl ich ihn schon 2-mal gesehen habe. Oder 3-mal. Ich weiß nicht, ich hatte mal so einen Moment gehabt, wo ich Star Wars richtig geguckt habe. Ich wollte auch noch die alten Teile wieder kaufen. Ich hab die ganzen, also die ganzen alten Star Wars Filme Teil 1 bis 6 habe ich ja gar nicht. Die hat ja nur mein Vater auf VHS-Kassette. Fucking VHS-Kassette. Die ist für euch. Nice, der Pilot auf jeden Fall. Oh. Mann, Alter, es wäre mein Kill gewesen beinahe. Wieder. Oh mein Gott! Okay, der ist auch tot. Alter, der Flammenwerfer zackt ja übelst. Habt ihr das gesehen? Was hat der für Reichweite? Das ist ja gar nichts. Oh mein Gott. Ich dachte für eine Sekunde, dass ich mich irgendwie geschafft habe, selber zu töten. Kosten sie nicht nur 3... Also sie kosten 6.000 auf einmal! Bitte mal den. Ich weiß, er kostet zwar jetzt 3000 Punkte, aber guckt euch mal oben die Kills an. Die Runde ist eh gleich zu Ende wahrscheinlich. Holy shit, ich glaube, ich sollte mal eine andere Lobby suchen. Was ist denn das? Das sind fliegende Todesstern gewesen. Ja, ich denke mal, die Runde ist verloren. Was hab ich gemacht jetzt? Wow! Okay, die haben mich zerstört. Mein Gott, war das gerade Kylo Ren? Das Sprengteam leistet gute Arbeit. Das Treibstofflager geht gleich hoch. Ich töte etwas. Oh mein Gott, nein. Nein. Warum um alles... Okay, das reicht. Wir gehen rein. Schaltet diese Truppen aus und stürmt den nächsten Sektor. Wo ist er? Wo ist Kylo Ren hin? Der war doch gerade noch hier. Die Schlacht im All wird härter. Wir unten auch. Wer geht euch zum Haupttor? Sichert den Bereich. Muss ehrlich sagen, der ist relativ cool. Wie hießen die nochmal? Chewbacca hieß da eine. Wie hießen die nochmal diese... Wie hieß nochmal die Rasse von denen, Alter? Oh, get fucked, Alter. Wookie hießen die. Wookie. Wookies waren das, genau. Ist mir gerade eingefallen. Mann, ist der auch nicht gekommen. No! Ich hatte sogar teilweise Ewoks im Kopf, Alter, aber Ewoks waren ja diese kleinen Mistviecher. Ich mag die Ewoks überhaupt nicht. Wenn ich ehrlich bin, als ich damals den Film gesehen habe, den Ewoks, ich hatte Albträume von den Dingern. Von diesen kleinen, bissigen. Ich hatte Albträume davon. Ich mochte die Dinger überhaupt nicht. Wirklich überhaupt nicht. Das war das Schlimmste aus dem ganzen Star Wars-Ding. Und dieses komische Tentakel-Ding in der Müllkappe. Das war jetzt auch nicht gerade das Highlight von mir. Und dieses Sandding, was Boba Fett gefressen hat. Kann ich den halt mal treffen? Hallo? Geht doch. Dankeschön. Random-Granate rauswerfen. Vielleicht treffe ich ja was. Okay, ich habe schon mal welche getroffen. Könnt ihr die mal töten, damit ich Punkte bekomme? Jo, dankeschön. Warte mal, da kommt. Hier kommen gerade Schüsse von hier. Da eliminiert einer unsere Leute. Ein Elite-Kämpfer der ersten. Alter, meine Güte. Mein Aim, Junge. Das ist ja hier ein bisschen zu low. Oh mein Gott. Nope. Warte, das war doch Kylo Ren, oder nicht? Oder das. Nee, ja, doch, Kylo Ren ist das.
Oh, shit! Was? Warum ist das? Egal. Komm, einfach jetzt rein hier. Immer rein. Oh mein Gott. Ich werfe mal random eine Granate rein. Kein Plan, was das ist, aber wir schießen einfach mal. Das ist eine Schrotflinte. Das ist auch eine Schrotflinte? Ich habe zwei Schrotflinten, oder was ist das? Wo ist die auf einmal hin? Der war mir mal gerade weg. Ach, dieses Game, Junge. Hui! Oh. Nein, ich kann dich noch nicht nehmen. Was ist das eigentlich für eine Klasse? Ich nehme die einfach mal, weil die hat ein Jetpack. Und wir haben eine... Oh ja, guck mal, da ist Ray. Hui! Okay. So fliege ich nach oben. Alles klar. Was ist das hier? Wow! Raketenwerfer! Ich denke, das schaffen wir jetzt. Aber guck mal, wir haben Ray, die pusht jetzt auch nicht rein. Einer unserer besten Agenten ist soeben eingetroffen. Ich bin doch schon längst da. Woo. Oh, die Klasse ist aber auch relativ cool. Ich muss nur noch irgendjemanden ins Gesicht schießen. Oh, wir haben Yoda. Mega nice, wir haben einen kleinen grünen Zwerg. Okay, der ist grad. Nein, der lebt noch! Mein Killboys. Ja, okay, so ist so eine Waffe. Han Solo, ich bin der Kapitän des Millennium Falcon. Ja, das wissen wir, das interessiert aber immer noch keinen. Ja, okay, warte mal, ich kann jetzt den hier machen. Lass mich rein. Ich kann nicht rollen, wenn ich das habe. Scheiße. Das war relativ knapp gerade. Und vom Wookie, komm, die gehen da jetzt auch von hier. Warum habe ich eigentlich doppelte XP oder so? Oder was haben wir gemeint? Ich bin Ray. Ja, Ray, wir wissen, wer du bist. Du bist schon ein paar Mal hier gewesen. Die Sonne nicht lange überlebt. Oh, ich müsste mich mal zurückziehen. Meine Leben sind ziemlich RIP. Wir chillen mal ganz kurz. Warum ist es eigentlich kein Heiler? Das war knapp gerade. Man kommt aber, glaube ich, weniger Punkte, wenn man so ein Special-Helden spielt. Kann das sein? Ich habe eine 5er Kill-Serie gerade gehabt. What the fuck? Ich will jetzt mal auf der Seite des Imperiums spielen, verdammte Scheiße, Alter, ich hasse die Rebellen. Das Imperium ist richtig cool, die haben so eine richtig schönen Strampleranzüge mit solchen Plastiksachen draufgeklebt. Ey, das sieht halt wirklich aus wie Plastik, okay, da kannst du nichts zu sagen. Und dieser, siehst du den Flammenwerfer-Typ, Alter, der hat den hässlichsten Helm, den ich jemals gesehen habe von einem Sturmtruppler. So, 19 Eliminierungen und 7 Verluste. Ja, das war relativ dope. Ja, da habe ich aber richtig schön genau auf die Fresse gegeben. Muss ich jetzt irgendwas drücken oder so? Ach, guck mal, ich bin nur noch... Wie viele Punkte bin ich da vom nächsten Rang entfernt? Das sieht aus, als wäre das noch... Ach gut, da ist noch ein bisschen weiter. Okay, da fehlt noch ein bisschen was. Oh, ich habe was abgeschlossen. Belohnungen abholen. Ach so, dann muss ich nachher zurück, da kann ich mir was Belohnungen abholen. Ich frage mich, was ich da bekomme. Vielleicht bekomme ich ja, Lootboxen. Stimmt, da gibt es ja auch Lootboxen. Mann, Alter, nie im Spiel gibt es momentan Lootboxen. Das ist einfach krass. So, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss.